Wie man versucht, ein Minus von 3% der ÖVP schön zu reden und wie man versucht, vielleicht die niedrige Zulage der Grünen als großen Erfolg zu verkaufen. Und ja, die Neos sind durchaus auch unter ihren Erwartungen geblieben. Und andere Obskuranten sind sogar bei den Obskuranten an letzter Stelle gelandet, wie der Herr Stadler. War es also eine richtige Entscheidung, den Herrn Wilimski als Spitzenkandidat zu nehmen? Mit Sicherheit, absolut. Das war die richtige Entscheidung. Sie wissen, dass wir in die Wahlbewegung mit rund 17% in den Umfragen begonnen haben, vor nahezu 4 Wochen. Und es war die absolut richtige Entscheidung. Und Harald Wilimski, der Spitzenkandidat, eine exzellente Aufgabe und Verantwortung übernommen und diese Aufgabe und Verantwortung exzellent auch umgesetzt. Aber Zweiter ist er nicht geworden. Naja, aber von Platz 4 von 12,9% auf über 20% mit so einem unglaublichen großen Zuwachs von 7,5% Mandatsverdoppelung zu schaffen, das ist einmal sehr beachtlich. Und ich sage natürlich mit den Wermutstropfen einer niedrigen Wahlbeteiligung, denn glauben Sie mir, wenn man ein bisschen Analysen kennt und bewertet, dann weiß man, dass niedrige Wahlbeteiligungen der Freiheitlichen Partei nie genutzt haben. Im Gegenteil, und wenn wir bei einer niedrigen Wahlbeteiligung so einen Erfolg erzielen, was dann erst bei einer hohen? Herr Mölzer, wären Sie da Zweiter geworden? Nein, das Gegenteil. Sie wissen, dass wir mit 17% eher eine fallende Tendenz hatten und daher der Rückzug auch ein vollkommen richtiger war. Wie geht es denn jetzt weiter im EU-Parlament? Gibt es da schon Verhandlungen, die erfolgreich sind mit den anderen rechten Parteien? Wird es eine Fraktion geben? Ja, das wird es geben. Wir werden in Zukunft eine Fraktion mit europäischen Freiheitsparteien sicherstellen. Die Frage wird sein, wie viele Mandate werden wir insgesamt haben? Wir rechnen mit der Möglichkeit über 40 Mandaten. Es wird insgesamt ein Drittel im Europäischen Parlament in etwa Abgeordnete geben, die diesem zentralistischen Projekt absolut kritisch gegenüberstehen. Und so gesehen ein erster Schritt zu einer Veränderung auch dieses zentralistischen Europas in Richtung eines Föderalen. Und die FPÖ wird fix Teil dieser Fraktion sein? Ja, das steht fest.